So, mal gucken, wie das weitergeht. Und das EMP-Kanone-Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Was haben wir? Bei der Entwicklung einer elektromagnetischen Waffe, deren gebündelter Impuls den Abwehrschild der Alienschiffe durchschlagen sollte, mussten wir hauptsächlich einen Weg ersinnen, die empfindlichen elektronischen Schaltkreise unserer eigenen Maschinen abzuschirmen. Die Funktion der Waffe selbst war schon von vielen Streitkräften der Erde im Einsatz getestet worden, sodass wir da noch ein wenig zu entscheiden hatten, etwa die Energieversorgung und die effektive Reichweite. Obwohl die zusätzliche Abschirmung für die Elektronik eine Rekonfiguration der Waffenaufhängung erfordern wird, gehe ich davon aus, dass es für die Technikabteilung kein Problem darstellen wird, den Anbau einer Flügelkanone durchzuführen. Wenn unsere Piloten den Impuls auf ein UFO abfeuern können, sollten wir es mit einem minimalen Schaden an den Artefakten und der Ausrüstung darin abschießen und oder zur Landung zwingen können. Die Alien-Kanone wurde entwickelt, um mehr Alien-Technologie aus den abgeschossenen UFOs bergen zu können. Die wertvollen Alien-Systeme werden zwar deaktiviert durch den EMP, aber nicht beschädigt, sodass man sie bergen kann. Sehr gut. Die Schiffreparatur. Ja gut, das Schiff ist nicht so unser, so der Ätherer. Wir wissen, dass der Gefangene über einen enormen Vorrat an psionischer Energie verfügt. Unseren Mitarbeitern ist das auch klar, weswegen sie nur ungern in der Nähe des Wesens arbeiten. Um aber irgendwas Brauchbares herauszufinden, müssen wir wohl oder übel ein gründliches Verhör durchführen. Ah, da haben wir ihn. Hat so schön geklappt. Ja? Na? Noch ein bisschen mehr Strom drauf. So, jetzt kommen wir in so eine Halle. Wunderbar. Ja, das können wir weiter. Transfer abgeschlossen. Und die Aliens terrorisieren Volgograd, das macht man aber nicht. Nur mal gucken, unser Mac ist leider in Reparatur, wenn man das so nennen soll. Wen haben wir denn da? So. Sie muss auf jeden Fall ausgebildet werden. Sie muss ausgebildet werden. Sie muss eigentlich nicht. Wie ist sie Colonel geworden, wenn sie keine Equip hat? So. Ach so, das ist... Oh, sorry, du bist das. Mensch. Nein, wir nehmen jemand anderen mit rein. Wir... Ach, guck mal, was wir neue hier Scharfschützen und Supporter neue bekommen haben. Da haben wir noch die Fatima, die hat sogar schon einen... Na, ach, das sind unsere drei hier. Das sind unsere drei. Sturm und Schuss. Ah, sehr cool. Taktikverständnis bringt plus 5 Verteidigung oder Aggression. Sarge und blitzschnelle Reflexe oder nah und persönlich. Nein. Sie skill ich mal so. Und zwei Schüsse hintereinander natürlich. Gut, nehmen wir sie mal mit. Du kannst den Streulaser benutzen, bitte. Die Plasmapistole wirst du nicht benötigen. Eine Nanofaserweste ziehst du mir aber an. Und dann nimmst du ein Respiratorimplantat mit. So, dass wir eigentlich, wollte ich auch Mutsuda, aber sie muss erst noch leveln. Das, so, dann nehmen wir sie mal mit. Und dann wollen wir auch bald das Psi-Labor. Das müsste auch bald fertig sein. Und dann können wir unsere Soldaten auf psionische Fähigkeiten überprüfen lassen. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Und da möchte ich natürlich unsere Kernsoldaten ungern zu so Psi-Typen ausbilden. Also da... Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Zahlreichen besorgniserregenden Berichten zufolge greifen die Aliens Zivilisten in einer Großstadt an. Gut, da müssen wir natürlich aufräumen. Das geht gar nicht klar. Also da, bei Zivilisten hört ja der Spaß auf. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Und ich habe gleich mal hier ins Wespennest reingestochen. Hallo. Ach, wie scheiße. Hallo. Oh, jetzt haben wir den Hut auf. Alles klar. Gut. Wir sollten den Dicken auf jeden Fall erstmal rausnehmen. Wen haben wir denn da? Zinchenko. Errol hat gerade kein Ziel in Range. Das heißt hier hin. So, und dann nimmst du dir bitte den Dicken mal hier. Einmal. Ach, guck mal, gleich mal 10 Schaden. Jetzt kommt er hier schön rum. So, dann haben wir sie. 70% to hit.
Komm, mach mal hier schön Grit. Nein. Und dann hast du jetzt die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Sehr gut. Okay, wen haben wir hier noch? Hier ist noch Gemiet, also hier Walker am Start. Und hier könnten wir jetzt schön den Mac zum Beispiel als Deckung davor stellen später. Jetzt hat er keine Ziele verfügbar. Ich kriege einen Durchfall. So. Wir nehmen mal hier die Granate rein. So, jetzt erstmal die Deckung von den Kackviechern weg. So, sie ist ein Sturm. Und das heißt, wir können sie auf jeden Fall mal nach hier bewegen. Ein Prozent da hinten auf dem Newton, das ist mir ein bisschen zu wenig. So, komm, zweimal. Komm, zweimal. Schönen Crit. Sauber aufgeräumt. So, er hat hier hinten noch den Schwebi rein im Ziel. So, sie hat noch eine Alien-Granate. Vielleicht können wir die Explosion so hinbekommen, dass der Zivilist nicht involviert wird. Okay. Dann haben wir hier noch Zinchenko. Verstanden, los geht's. So. Ja, einen der Zivilisten werden wir leider verlieren. Hoffentlich nicht beide. Aber wenn der Schweber sich jetzt hier zum Beispiel ihm annähert, dann... Drecksau, da hinten sind sie auch wieder am Start. Lauf doch auch weg. Jungs, wir kommen da rein. Wir kommen zu euch. Na gut, wenigstens hat er einen Zivilist leben lassen. Und jetzt rennt er. Ach, jetzt rennen die auch weg, siehst du? Sehr schön. Na gut. Geht noch alles. Ist alles in Ordnung bei dir, oder was? Was ist denn da hinten? Ja, da hinten ist. Was ist denn da los? Warum spackt denn die Kamera so rum? Ist doch zum Kotzen. So, er hat 35, er hat 35. So wird's gemacht. Errol hat's schön vorgemacht. So, den hier. Den nimmst du raus. Den nimmst du seine Deckung. Und da haben wir noch zwei aktiviert. Sehr schön. Ach, ist doch herrlich. Ja, wenn's klappt. Ist doch immer schön, wenn's klappt. So, wir wollen sie hier hin. Auf ihn. Okay, pass auf. Jetzt. Zinchenko muss den da hinten auf jeden Fall rausnehmen. Rücke aus. Wir machen es so. Ich möchte, dass der Dicke hier an Zinchenko ran vorbeikommt. Dann... Dann sollte dem sein Nahkampfspezialist gezündet werden. Ah, scheiße. Negativschaden. Okay. Nichtsdestotrotz steht der Typ jetzt aber in unserer nahen persönlichen Reichweite. Und jetzt geht er weg. Fast weg. Hm. Schlaf gut. Sag dem Doc, wir bringen einen Lebenden mit. So, sie hat 34% to hit auf ihn hier. Geh in Position. Und weg. So, sie muss ihn hier hinten noch. Die Hauptwaffe setzen wir außer Gefecht.
Alter! Sie braucht unbedingt einen Scope. Jetzt erst nochmal, sonst wird das hier nichts. Und die Hauptsache ist, dass wir ein paar Zivilisten noch retten können. Drecksau. So. Okay, sie muss erstmal heilen eigentlich. Um Schießen weg. X-Ray ausgeschaltet. So. Zinschenko. Wie machen wir das? Das Vieh steht noch außerhalb der Tür. Unterwegs. Nein! Scheiße. So. Errol, du nimmst bitte den raus. Wow, was denn jetzt? Heute ist aber Tag des Vorbeischießens, oder was? So, mach mal Heilung auf dich, meine Liebe. Wir brauchen dich. So, jetzt du weg mit dem. Schön, 5 Schaden. Und mach mal halt aus. So, der Andor mit etwas Glück kommt durch die Tür und der Nahkampfspezialist geht los. Och Mann. Arschgeige. Weg mit dir. Okay. Gucken, was da hinten noch so los ist. Irgendwo sind auch welche. Die erste Welle haben wir, glaube ich, erstmal weggemacht. Ach du Scheiße. Ich muss eine neue Deckung suchen. Begebe mich auf Position. Komm du mal da hoch. Müssen wir so machen. Komm, weg mit dem Zivilist. 5 haben wir schon verloren. So, hier oben ist er. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt von innen einfach ins Ziel. Nein. Sau. So, Rauchgranate. Komm her. Errol ein bisschen einnebeln. Okay, und sie müsste eigentlich mal auch vorrücken langsam. Ah, mit der Pistole nochmal. Sie hat ja Pistolen, Dings hier plus 2. Hast du nicht gesehen? Dreckvieh. Ja, warte kurz, ich bin gleich da. Dauert nur kurz. Bin wieder da. Alter, jetzt hat er nachgeladen. Alter, Scheiße. Dann wird er jetzt ebenfalls mal niedergehalten da drüben. So, rennen. Erstmal hier einen schönen Gefechts-Sunny. Dann sind wir wieder voll. So, sie kriegt hier gar nichts mit. Verstanden, unterwegs. Das heißt, erstmal aufs Dach mit ihr und sie ist noch auf der Plasmapistole. So ein Kack. So. Nein, jetzt hat er auch nachgeladen. Alter, ich krieg gleich einen Anfall. Begebe mich auf Position. Oh. Mann. So viel Scheiße in einer Runde, du.
28 oder 43. Bin unterwegs. Tot. Daneben. Tot. Tot. Töte es. Alter, mit der Pistole 6 Schaden. Mission erfüllt. Läuft. So, wir haben 13 von 18 Zivilisten gerettet. Das ging noch. Macht die mit der Pistole 6 Schaden, dann braucht die ja bald kein Scharfschützengewehr mehr mitnehmen. Alter, wie krank. So, Errol und Mutsuda sind ausgefallen erst mal ein paar Tage. 25 Meld. Und die Panik hat sich in ganz Europa gelegt, Entschuldigung. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Aber hallo, so. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt mal gerade hier gucken, wie sind wir? Ach, guck mal, wir sind panikmäßig Argentinien ein bisschen. Da können wir jetzt bald die ersten Jäger hin verfrachten. Und auch Satelliten müssen wir noch. Komm, da können wir auch noch ein paar Satelliten müssen wir auch noch bauen. Unsere Cyberanzüge haben sich in der Schlacht bewährt. Je öfter wir unsere Mech-Soldaten nun einsetzen, desto mehr werden sie sich an die Anzüge gewöhnen. Und wenn das Schicksal es gut mit uns meint, dazu beitragen, diesen Krieg zu gewinnen. Ja, natürlich. Nur wir wollen es mit den Mechs nicht übertreiben. Das ist ein schwerer Schritt, den wir da gehen, wenn wir immer einen Mech bauen. Ein Mensch wird komplett auseinandergerissen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, und dann in diesen Cyberanzug gepackt. So, das Psylabor und die Golobkammer sind fertig. Und das sieht mir nach Gebetswort. Sehr schön, psionisches Labor online. Die Golobkammer, die kenne ich noch gar nicht. Oh, sowas wie ein Schwimmbad. Und da ist das Gerät. Und jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der psionische Kräfte hat. Das Ätherer-Gerät. Vielleicht kann uns der Ätherer persönlich was darüber erzählen. Das sieht aus wie ein Stuhl, wo man sich... Sehr schön.